Warte mal, dann ist die Frage, ob ich hier den Kompost aktiviert lasse. Ein Wasser. Wasser läuft, denke ich mal. Achtung, deine Nahrung ist sehr gering. Grandoro hat gestimmt mit Ja und Nein. Ja, die Nahrung ist sehr gering. Das ist ja eben das, was mich immer wieder zur Verzweiflung treibt in solchen Spielen. Da wird angebaut und angebaut und dann im nächsten Moment hast du plötzlich nichts mehr. Ja, ich kann ja nichts anbauen. Ich muss jetzt halt warten, dass ich in die Wüste... Nee, was kann ich in denen noch machen? Ich könnte... Ich kann ja noch netter mal Dingsbums hier anbauen. Die Windmühle. Gar nichts. Mais könnte ich höchstens anbauen, ne? Aber da ist es jetzt aktuell eisig. Wie lange dauert es noch, bis wir in der Wüste sind? Eigentlich nimmer lang, ne? Puh. Du gehst in die Wüste, baue Kaktus an. Ja, aber von Kaktus kann ich ja meine Leute nicht ernähren. Kaktus bringt doch kein Essen, oder? Und Mais ist hitzebeständig. Außer ich mache natürlich dann hier Kaktus. Genau, das ist eigentlich nur eine Wasseralternative. Oder? Doch, ja. Ach, keine Ahnung. Okay, du hast recht, Mais ist besser. Also, ich habe 220 Wasser. Das wird natürlich wahrscheinlich aufgebraucht werden. Aber ich denke mal, dass ich das Hauptfeld hier, wo ich meine 5 Arbeiter habe, eben mit Mais versorgen lasse. Und da, wo ich jetzt nur die 2 habe, mit Kaktus. Und dann hoffe ich mal, jawohl, dass wir hier auf jeden Fall eine... Wo sind denn meine Kundschaft? Achso, die brauchen noch ein bisschen, ne? Tag 48, Tag 49, Ombur hat ein neues Biom betreten, Wüste. Ja, wir haben es jetzt heiß. Ich hoffe, ich bekomme das mit, wenn meine Kundschaft da zurück sind, dass ich die gleich wieder losschicken kann. Er hat halt Hunger auch, ne? Ist das Blöde. Was mich nur wundert, ist das Onbu-Gift. Ich habe den doch vorhin heilen lassen, aber er ist immer noch vergiftet. Wie viele haben wir denn hier vergiftet? Keine mehr? Okay. Und warte mal, dann mache ich jetzt mal den Onbu-Doktor nochmal frei. Da ziehen wir jetzt mal einen weg. Den Doktor dann sperren. Achso, du meinst ihn komplett zu sperren, ja. Nicht den Dingsbums hier. Dorfarzt sperren. Gut. Ja, glühend. Wasser. Jetzt sieht man mal, das geht natürlich zurück.
Onbufutter, Standard-Onbufutter aus Pilzen kann an Onbu verfüttert werden, um etwas Hunger zu stillen. Allerdings bräuchten wir, glaube ich, hierzu dieses komische Katapult, ne? Wo habe ich denn das? Onbu. Forschung, ja. Das hätte ich schon längst machen müssen. So, auf die Karte gucken. Kundschafter schicken. Da müsste ich sie auch hinschicken, ne? Gucken wir mal. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 7 Eisenerz mitgebracht. Ich denke, wenn, dann wird es für den späteren Verlauf noch interessant. Würde die aber jetzt, da wir noch Wasser haben, erstmal dann dahin schicken. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 15 Brot mitgebracht. Juhu! Wir sind gerettet. Und dann eben, wenn sie zurückkommen, dann schicke ich sie zur Oase. Liegt immer noch total viel Stein hier, was ich markiert habe, ne? Und das ist eben das, wo ich immer nicht so durchblick. Warum wird das nicht abgebaut? Woran liegt es? Liegt es dann hier an den... Weil ich jetzt halt hier wieder Bauarbeiter habe, ne? Anstatt Sammler. Ernte, genau, brauche ich da. Und alles könne. Ihr habt auf jeden Fall Stein. Ihr habt auch auf Lager 17 Steinplatten. Das finde ich ja schon mal gut. Dann baue ich jetzt eben dieses Katapult, sobald es erforscht ist. Dann können wir nämlich Onbu auch füttern. Wenn... Nein. Ja, das wird schon. Das wird schon irgendwie. Dann würde ich sagen, einmal Brösterchen. Prost! Prost. 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 Ja, er kriegt nämlich langsam Hunger. Meine Leute kriegen wahrscheinlich auch bald Hunger, aber es läuft mit dem Mais. Es läuft. Das ist schon mal die Hauptsache, ne? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dann noch verkochen die Rüben. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob die da auch irgendwie Maissuppe... Ah, Polenta machen die. Ach, und dafür brauchen die ja 20 Mais. Okay, Beeren habe ich keine. Ja, dann bleibe ich jetzt erst einmal auf der Rübensuppe, bis da die Sachen verballert sind. Siedler, nimm sie auf. Ja. 2 gesunde, 2 hungrige. Ja, das ist auch in Ordnung. Ach, die sind schon wieder zurück. Kundschafter sind von einer Mission zurückgekehrt. Sie werden von 4 Leuten begleitet, die sich unserem Dorf anschließen wollen. Na, dann passt's ja. Dann holen wir das Wasser. Als nächstes würde ich dann sagen, dass sonst nichts ist, holen wir einfach Sand. Ich denke mal, für die Verarbeitung später wird es sein. Oh, da ist wahrscheinlich, ja, Hitzewelle. Also ich hoffe mal nicht, dass wir dann in die Richtung gehen. Da ist Eis, Kälteeinbruch, erst Hitze, dann Kälte. Da weiß ich jetzt schon, dass ich eher in den Norden gehen möchte. Warte mal, dann schicke ich die Kundschaft jetzt dahin, weil die der Weg weiter ist. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 49 Wasser mitgebracht. Das ist doch klasse. Ja, und bis die dann zurück sind, dann können wir sie einfach dahin schicken. Dann haben wir das zack weg. Und dann gucken wir mal, was da hinten vielleicht noch kommt. Da kommt ein Steinbruch.
Ja, Hitzewelle. Ombu läuft über brennenden heißen Sand, erhöht die Temperatur und fügt Ombu Schaden zu. Aua. Ja, und er hat nichts zum Futter, ne? Der Abschnitt wird brennend heißem Sand, der so schnell wie möglich überquert werden sollte. Ja, und er ist müde. Klasse. Aber ich habe hier nichts eingeblendet, ne? Das ist doof. Ach so, das ist... Ah. Nein, jetzt bleibt doch da nicht stehen. Oh, verdammt. Puh, er ist halt müde, was soll ich machen? Kundschafter sind zurückgekehrt. Schicke ich sie dann nochmal da schnell hin? Zum Sand holen? Was haben wir da? Nee, das ist egal. Und wo schläft? Aber ich glaube, das ist ja dann weg, oder? In dem Moment. Ah, ich weiß es nicht. Gib den Befehl zum Laufen, ja, aber der läuft doch nicht. Das ist doch das Problem. Weil er ist ja müde. Ombu vertraut deinen Befehl nicht. So viel dazu. Ich hege und pflege dich und dann sowas. So. Ich dachte, dass ich das irgendwie sammeln kann oder sowas, dass das Wüste ist halt. Naja. Ach so, jetzt hat. Also ich sag Norden. In dem Fall sage ich Norden, weil es ist Graslandschaft und ich möchte jetzt nicht dann nochmal die Hitze haben und dann nochmal Kälteeinbruch. Wir haben hier eh schon am Kämpfen mit Essen. Wir haben zwar einiges jetzt dann, glaube ich, an Mais, aber so richtig bringt es halt auch nichts, ne? Einmal das Jahr. Yes. Akzeptiert deinen Befehl. Jetzt akzeptiert er ihn, ja? Aber ist jetzt der Sand nicht eigentlich kühl, wenn es ja Nacht ist? Ich könnte jetzt ja nochmal probieren, ob ich ihn jetzt halt losschicken kann, weil er ist ja schon ein bisschen ausgeruht, ne? Vertraut deinen Befehl nicht. So, das haben wir bald. Das Futterkatapult. Holzhammer. Naja gut, ich kann auf jeden Fall hier auch nochmal Holz sammeln lassen. Ne? Aber die können ja da auch noch die Steine sammeln. Das war nur der eine. So. Anzahl Betten 36. Ich sollte auf jeden Fall dann auch nochmal Hütten bauen. So, machen wir einfach. Was brauchen die? 5 Holz und 5 Steine, ja, das ist okay. Kundschafter sind zurück. Gehen wir nochmal zurück? Nee, wir gehen Richtung vorwärts. Ich glaube, Schildi will erst Futter, damit er dir wieder vertraut, ja. Das kann sein.
Deswegen bin ich ja jetzt halt gerade hier am Jau machen. Oh, weil ich da drin bin, ist es nicht auf, ist es auf Pause, ne? Gut. Steinbruch erzeugt Stein durch Abbau von Felsen auf Onbus Rücken. Geschätzte Forschungszeit 5 Tage. Ein Wissen zur Forschung oder Gallensaftextraktor. Das würde mir eher gefallen. Das Sägewerk. Sägewerk, dass wir dann eben die Baumschule auch machen können. Sammelsetzlinge von neu gelegen, ohne sie zu schädigen. Je mehr Mutterbäume das Gebäude umgeben, desto effizienter ist es. Ach so, das habe ich ja schon erforscht. Eben, das da wäre mir eigentlich lieber, ne? Und dann den Förster. Der braucht 3 Punkte. Oh Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da dann machen soll. Schwarzer Pudding. Alles, was Onbu schädigt, ne? Oder die Windmühle, weil wir müssen ja sehr auf Essen achten. Ich würde eher sagen, dass wir auf die Windmühle gehen. Weil dann können wir nämlich auch Weizen anbauen, dann können wir das Ganze mahlen und wir können uns Brot herstellen. Was natürlich dann dementsprechend auch schon wieder wichtig ist. So, jetzt gehe ich mal auf Polenta. Es waren zumindest gerade 40 Mais hier drin. Onbu Gesundheit bei 38. Der ist noch am Schlafen, ne? Was? Knurrt unglücklich, da es spürt, dass ein Stachel herausgerissen wird? Wieso? Das habe ich doch nicht mit angegeben. Ich habe doch da nur Stein angegeben. Nein. Das will ich doch nicht. Ach so, weil ich die Felder angebaut habe, ne? Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. So, Futterkatapult. Wo auch immer das wieder ist. Dekontaminator. Bondlaser. Hä? Ich habe doch das erforscht jetzt. Zelthütte, Arbeiterposten, Forschungsdingsbums, Materiallager, Wasser, Silo, Sägewerk, Mistsammler. Okay, Sägewerk können wir ja dann quasi damit hinstellen. Zimmermann, Komposthaufen. Da, Onbu Futterkatapult. Ja, keine Ahnung. Machen wir es dahin. Dann können wir einen Weg hier katzengradaus rüberlaufen lassen. Hütte wurde errichtet. Onbu stöhnt vor Schmerz. Der vergiftet. Wir können zumindest mal ein Gegengift machen, ne? Onbu stirbt? Onbu kann nicht sterben, das habe ich deaktiviert. Wieso steht da, Onbu stirbt? Onbu Gesundheit 12%. Hm.
dann wäre ja das Spiel vorbei, oder wie jetzt. Ja, sein Leben nimmt ab wegen dem Schaden, den er durch die Hitze nimmt. Ja. Gleich gibt's Schildkrötensuppe. Und wo musst du mal? Schön. Sägewerk wurde errichtet, schön. Und Ambo stirbt. Eieiei. So, das haben wir erforscht. Schauen wir mal, ob wir den wieder hinkriegen. Ich habe zumindest ein Onbo-Futter, ne? Onbo stöhnt vor Schmerz. Onbo-Gesundheit 0%. Okay, also ich hätte schon verloren. Echt übel, da ist Schlafplatz mehr. Okay, da haut's dann aber ganz schön die Müdigkeit runter, du alter Schwede. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, leg dich hin. Aber ich bin schon ein Künstler in solchen Spielen. Ich vermassel's irgendwie immer im letzten Moment dann. So, ihr baut noch immer Mais an. Ist okay. Ich würde allerdings... Naja, gut, wir sind noch nicht raus aus dem Gebiet, ne? Wir sind noch nicht... Danke, Karolinchen. Wir sind aber noch nicht raus aus dem Gebiet. Felsen, Felsen, Sand. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Ja, komm, dann schicke ich die Kundschaft jetzt mal dahin. Und wo schläft. Also er stirbt zumindest nicht, sagen wir mal so. Er schüttelt sich. Und wo schläft, genau. Mehrere Gebäude sind eingestürzt. Alles klar. Onbo verhungert. Jo. Ja, das wirft uns halt dann auch wieder zurück, ne? Vor allem hast du wahrscheinlich alles weg, oder? Was da drin war. Vermute ich mal. Wasser haben wir jetzt zum Beispiel nur noch 4. Ich finde das Balancing ein bisschen... naja. So, Interaktion anzeigen. Onbo füttern. Platz oder G sind nicht alle Bedingungen erfüllt. Okay. Dann müsste ich ihn quasi wieder dazu bringen, dass er geht. Nein, ich will... Hallo? Jetzt hat... Nein?
Ach so, weil ich die ganze Zeit auf die Kundschaft da gehe, ich Döli. Da muss ich ja drauf. Also geh. Vertrau deinen Befehlen nicht. Tja, dann verhungere. Dann ist mir das auch gleich. So, den Stein mit. Warte mal, was bin ich jetzt hier gerade am Forschen? Die Windmühle. Genau. Heiß, Dürre, keine. Ja, jetzt auf einmal, ja? Oder wie? Nicht schon wieder schütteln. Jetzt schläft er wieder. Ich glaube, ich spinne. Los, geh jetzt. Wie soll ich denn den Hund füttern, wenn der nicht Platz macht oder geht? Ja, ich weiß dann auch nicht, was ich machen soll. Ich hätte Futter für ihn, dass ich ihn füttern kann, aber er will einfach nicht. Dann reiße ich ihm jetzt die Stacheln raus. Nein, mache ich natürlich nicht. Lagerhaus oder Dings, ach, dann macht das Lagerhaus. Heile ihn erstmal. Geht ja auch nicht. Geht ja nicht. Kann ja nichts machen, das ist ja das Problem. Again word learned, sagt man, ne? Again word learned. Und jedes Mal, wenn der sich schüttelt, krachen bei mir die Häuser ein. Das ist, ja. Habe ich da eigentlich... Und diesmal habe ich nicht einmal das Problem gehabt mit diesem Giftzeug, ne? Ich habe ja damit gerechnet, dass ich schon super früh wieder durch irgend so einen Giftwald laufe. Ja, Onbu knurrt. Kräuter, wir haben jetzt ja drei Leute hier für die Kräuter. Der Arzt ist sowieso gesperrt. Ja, Gegengift braucht er aber nicht, weil der ist jetzt gerade mal bei 27%. Das ist eigentlich noch machbar, aber... Und wenn ich will, dass er zumindest Platz macht, will er auch nicht, ne? Geh eben. So, jetzt ist wieder wahrscheinlich stundenlanges Warten angesagt. Was ist denn das da? Achso, Pilze, ja. Vielleicht jetzt. Gut. Jawohl. Es hat ihn auf jeden Fall schon mal gefüllt und ich füttere ihn natürlich dann gleich nochmal. So, und ich hoffe, du trampelst jetzt da drüber. Habe ich eigentlich Kundschafter? Zack.
schaut doch zumindest jetzt schon mal danach aus, dass es endlich weitergeht. Nicht irgendwo Küche, hier Interaktion. Ich brauche halt 30 Kräuter, ne? 30. Onbu Knut. Der Magen auch. Yes, Heilmittel. Ja, und traut deinen Befehl nicht heran. Nein! Ich schon wieder schütteln. Oh Mann. Was heilen? Was meinst du mit heilen, Grandoro? Habe ich doch gerade gemacht, oder nicht? Ja, aber... Hä? Ich habe ihn doch jetzt gerade geheilt, oder nicht? Heilmittel. Vorbereitung. Genau. Das habe ich ja angegeben, dass wir es machen sollen. Ah, jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir wieder 1000 Stunden warten, bis wir wieder die 30 Kräuter zusammen haben. Der Bauernhof ist kaputt gegangen, ist alles kaputt gegangen. Hast du schon erledigt und lass ihn laufen zum Futter. So, ich muss nur los. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Alles klar, danke, dass du vorbeigeschaut hast, Mumpirat. Vielen herzlichen Dank und schönen Abend noch. So, gucken wir mal auf die Map. Nur Steine. Steine, Steine, Steine. Ja, da möchte ich ihn auf jeden Fall hinhaben. Ganz klar. Aber ich, da bin ich mir sicher, dass er von selber schon frisst. Ohne, dass ich ihn da irgendwas sagen muss. So, wenn er sich nochmal schüttelt, dann höre ich auf. Ich muss eh dann langsam mal selber was essen. Ah. Ja, Holz läuft auf jeden Fall jetzt. Als nächstes dann noch den Steinbruch. Ich denke mal, dass das Lagerhaus wird jetzt gerade gemacht. Wir brauchen aber noch Wissen, ne? Was ist wieder das? Kommt wieder eine Abzweigung. Richtig keine Signale mehr. Sonst wieder Erdbeben. Ach so, der schüttelt sich, weil ich ihm Signale gebe. Hat er sich jetzt wieder geschüttelt? Ach nö, oder? War doch gerade erst wieder alles aufgebaut. Zumindest sah es so aus, ne? So, wie schaut es mit dem Ding aus? Dann schicken wir die gleich daher. Ah, er ist am Fressen. Gut, gut. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr. Also da weiß man manchmal gar nicht, was man zuerst machen soll. Weil irgendwie brauchst du alles gleichzeitig, habe ich das Gefühl bei dem Spiel. Heilmittel. Kann ja nur aufwärts gehen, ne?
Tag 60. Das schaut echt interessant aus mit dem Ballon. So, ich hoffe doch mal, das hat sein Vertrauen ein wenig. Nein! Okay. alles klar. Dann ist es jetzt halt auch Zeit für mich zum Essen. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Für die Keys. Da werden wir uns schon gemeinsam zusammencallen irgendwie. Oh, meine Leute haben auch Hunger. Naja, dann ist er eh schon. Ja, also das Spiel, das fordert einen wirklich heraus von Anfang an. Mich würde mal interessieren, ob das irgendwie auf dem schwierigen, auf der schweren Schwierigkeitsstufe macht. Weil es ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Ich denke mal, es hat auch sehr viel mit Timing zu tun. Ja, viele deiner Dorfbewohner sind am Hungern. Es wird ja auch ständig alles zerstört hier. Hat auch sehr viel wahrscheinlich mit dem Timing zu tun, wie viel dir Onbu vertraut. Dass man ihn dann auch immer wieder mal hinsetzen lässt oder sowas und eine Pause machen lässt. Ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, um das ein bisschen mehr zu timen. Bergwerk, du bist auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen, die nach einer neuen Heimat suchen. Eine von nimmt sie auf. So. Der Dorf hat sich sehr deaktiviert, ne? Ich würde eigentlich gerne Onbu nochmal heilen wollen. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt halt auch hier die Fahne schwenken und sagen, Doktor aktivieren. Nein, ich werde sagen, war super heute. Es wird natürlich kein volles Let's Play werden. Das ist einfach ein Spiel, was mich mal ein paar Stunden fesseln kann, aber nicht auf die Ewigkeit. Das sollte wirklich nur nochmal als ein zusätzliches angezockt sein und eben auch mit dem Hintergrund der zwei Keys, die ich verlosen konnte. Und von daher würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ja, würde ich sagen, wir schauen mal, wen wir raiden können. Weil das Spiel lasse ich jetzt halt nur noch mal so nebenbei bei mir laufen. Ja, danke für den Stream. Ja, ich danke auch. Mon hat heute selber gar keinen Stream. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ihn zumindest nicht dastehen. Ansonsten habe ich hier tatsächlich niemanden. Gute Nacht dir und noch schönen Abend. Mon hat morgens gestreamt. Ach, der hat morgens gestreamt. Ah. Okay. Nee, dann habe ich tatsächlich niemanden. Collins. Collins macht Cathy Rain Director's Cut. Ich weiß jetzt nicht, was das... Das ist irgendwie ein... Ich weiß nicht, Click and Point. Danke für den Stream. Sehr gerne. Ja, das interessiert mich. Alles klar. Dann würde ich sagen, raiden wir eben zu Collins. Da wünsche ich euch viel Spaß. An alle YouTuber vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da, Abo da, Kommentare da. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, gutes Nächtle und bis demnächst. Lasst uns den Raid beginnen. Yes, Raid Collins 1403. Ich sage natürlich auch immer ganz kurz Servus, aber... So, viel Spaß dabei. Ciao, ciao.